Supercars Owner Circle 2023 und jetzt geht's los. Hier hinter mir stehen Autos im Wert von über 100 Millionen Euro bereit, um in Kolonne loszufahren. Wir stehen am Startpunkt, wo es gleich losgehen wird. Auch wir sind mit am Start mit unserem schwarzen Bugatti Chiron Sport All Black. Wir werden aber als allerletzte losfahren, damit wir für euch das gesamte Line-Up beim Losfahren einmal filmen können. Das heißt, ich stehe hier, werde jedes Auto für euch kommentieren, das hier gleich losfahren wird. Nehmt's mir nicht übel, wenn ich mich ab und zu verhaspeln sollte bei der Menge der Autos. Wir haben nur einen Take, wir haben nur einen Shot, ne? Wir können nicht schneiden. Es wird live an uns vorbei. Ich kann auch niemanden bitten, ein zweites Mal vorbeizufahren. Gleich geht's los, Leute. Ich bin mega aufgeregt. Hier hinter mir ist auch schon Schmier. Er filmt auch schon fleißig mit. Und da, Felix, guck mal, es geht los. Jetzt leinen wir ab. Also jetzt kommen die ganzen Autos und da geht's auch schon los. Wow. Also allein hier habe ich jetzt schon mit einer Bewegung, also mit einer rhythmischen Bewegung gerade schon 20 Millionen Euro vorfahren sehen, knapp. Ja. Es geht für uns dann gleich auf der ersten Etappe zum Ascari Racetrack, also wir fahren zu einer Rennstrecke. Die Fahrt bis dahin dauert circa 1,5 Stunden, wo wir schon mal ein paar richtig schöne Bilder haben werden, denke ich, ein paar richtig schöne Emotionen. Wie gesagt, stellt euch vor, ausgewachsene Millionäre sind gerade aufgeregt wie kleine Kinder, wenn es zum Freibad geht. Ich sehe nur noch Männer und Frauen grinsen und Spaß haben und um ihre Autos herumwuseln und rumlaufen. So, und jetzt geht's los. Da haben wir schon direkt Königsegg Jesko. Nummer 1. Königsegg Jesko düst los. Gefolgt von Nummer 2. Nächste Königsegg 121. Also hier reden wir von, ich weiß nicht mehr wie viel Millionen Euro. Und ab geht's, Full Visible Carbon Bodies. Also die ersten locker über 10 Millionen Euro sind schon an mir vorbeigedüst mit zwei Autos. Ja. Da. Da. Noch ein König, das war der Pagani Sonder F, der gerade unscheinbar losgefahren ist, gefolgt vom Bugatti EB110, der nächste in der Flotte. Düst los. Also nochmal 3 Millionen Euro, Sonder F waren glaube ich 9 Millionen Euro circa. Und da fährt auch schon unser Führerauto los. Ja? Also der Black Series wird quasi die Kolonne anführen. Wir haben einen Local Guide drin, der uns dann auch komplett gebrieft hat. Und da ist Schmie in seinem Ford GT aufgereiht. Also jetzt reihen sie sich gerade alle auf. Königsegg fährt weiter. Also hier, da fährt unser Königsegg Regera, gefolgt von Ferrari SP3. Ich habe noch nie so viel Königsegg auf der Straße gesehen. Königsegg Regera. And there goes Schmie. Bye. Schmie mit seinem Ford GT. Guten Morgen, Markus. Und der nächste Königsegg CCX, Markus Esser am Lenkrad. Und dann haben wir schon wieder den Lamborghini Diablo SV. Guten Morgen. Leute, es wird einfach immer krasser. Ne? Ihr merkt, ich kriege das Grinsen nicht mehr raus. La Ferrari. Kameraauto. Blenden wir aus. Ja, wir haben dazugelernt. Wir fahren diesmal mit einem Cabrio. Also unsere Media-Jungs haben ein Cabrio. Dann geht es direkt weiter mit dem Scuderia 16M. Rolls-Royce Dawn. Also jetzt sind wir wertmäßig gerade im Tief, bevor es gleich wieder ordentlich ansteigt. Und zwar mit dem F12 TDF. Ferrari F12 TDF. Good morning. Have a safe trip. Ne? Wenn auf einem Aston Martin einfach nur Support Car steht. Und da geht's weiter mit dem Pista Piloti Kimi Räikkönen. Zwar nicht mit Kimi Räikkönen am Steuer, aber von Kimi Räikkönen. Und es wird immer krasser. Hier haben wir den 918 Spider mit der Harlequin-Folierung, nenne ich es mal. Ne? Felix blendet bestimmt irgendwo nochmal hier den Polo von McDonald's ein. Und dann kommt die Ambulanz, wie gesagt, für alle, bei denen das Herz schon schneller höher schlägt. Und der nächste, Porsche 918 Spider. Und dann kommt der SF90 Spider. Auch hier, wir sind nicht bei einer Million Autowert, aber da fahren bestimmt auch nochmal 600.000, 700.000 Euro gerade an uns vorbei. Bevor dann der Ferrari F40 kommt. Und da fährt der Ferrari 250 an uns vorbei. Leute, es wird immer krasser und es wird ja nicht wirklich leerer hier. Also ich sehe immer noch unheimlich viele Autos stehen. Unser Bugatti Chiron Sport All Black ganz zum Schluss. Da kommt der nächste Bugatti Chiron.
Und da kommt auch schon der Pagani Huayra. Also, ihr merkt, es wird nicht dünner im Feld. Ne? Also die Autos gehen uns nicht aus. Pagani Huayra Roadster, wieder ein Supportcar. Noch ein Supportcar. Jetzt fahren sie alle nach und nach los. Leute, ihr müsst euch überlegen, wir stehen hier und filmen für euch das gesamte Feld durch, aber ich muss ja denen auch noch hinterherfahren gleich. Das heißt, ins Auto springen und dann gleich Vollgas geben, das wird gar nicht so einfach. Halt mal mit den Jungs mit hier. Nach dem nächsten Supportcar kommt der zweite Ford GT im Feld, nach Schmies Auto das zweite Ford GT. Und dann geht's weiter, noch ein Supportcar in Form eines Ferrari 458. Bevor wir wieder einen Pagani Huayra Roadster und noch einen Pagani Huayra haben. Und da im Hintergrund sehe ich auch schon Kivok. Felix, es geht jetzt direkt Schlag auf Schlag los. Ne? Also hier, wenn die letzten Autos gleich an uns vorbeifahren, Pagani Huayra Roadster. Oh, was für ein Auto. Was für ein Auto. Also krasser geht's doch gar nicht, oder? Vor allem der Roof Scoop bei einem Roadster, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Wenn du das Verdeck abnimmst, aber immer noch so einen Roof Scoop über dir hast, das ist schon Endstufe, absolute Endstufe. Dann fährt der nächste Pagani Huayra Roadster hinterher, nein, kein Roadster, nächste Pagani hinterher, Pagani Huayra. McLaren 765 LT Spider und dann kommen wir. Hi guys, have a safe trip. Bye, see you. Und dann sind wir auch schon dran. Kivok fährt unser Auto vor. Es geht los. Bugatti Chiron Sport Supercars Owner 2023. Ihr seid dabei. Alle Autos gehen jetzt auf die Straße.